Ups. Hey Leute, was geht ab? Hier ist ja euer Lil Blas mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar habe ich hier ein ganz altes Video aus Season 4, Chapter 3 war das damals gewesen. Das war am 3.12.2022, wie er es mir gerade gezeigt hat. Und zwar ist es aus der guten Ansicht von dem guten Marco. Wenn ihr schon mal nichts verpassen wollt, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren und nichts mehr zu verpassen, gerne auch noch oben da lassen, würde mich ebenso freuen. Tut mir leid, wenn sich meine Stimme nicht so ganz normal anhört. Ich bin immer noch etwas angeschlagen, ich bin immer noch krank etwas. Und ja, ich habe das Video tatsächlich schon seit längerem bei mir mit drinne. Ist einfach so auch ein Erinnerungsvideo an den guten alten Marco. Aber ja, ich hoffe natürlich, ihm geht's gut. Dieses Video hat er damals für mich erstellt, auf Ehrenbasis. Und ja, ich dachte, wir schauen mal nochmal in die gute alte Zeit rein. Vielleicht werde ich auch nochmal ein Video dazu machen in ein paar Jahren, weil es einfach so diese gute alte Fortnite-Zeit beschreibt. Was wir nicht alles erlebt haben. Auch wenn ich Marco nicht sehr lange kannte, trotzdem war die Zeit mit ihm auf jeden Fall sehr nice. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach an aus seiner Sicht und let's rock. Einfach die gute alte Map von damals, Chapter 3. Man muss dazu sagen, Leute, Marco ist schon seit langer Zeit nicht mehr am Start. Der ist schon wirklich seit längerem weg. Ich glaube, das war die letzte Season gewesen, wo Marco persönlich auch noch aktiv gezockt hat. Es ist schon 2 Jahre jetzt einfach schon her. Fast. Nicht ganz 2 Jahre. Aber es sind einfach schon 2 Jahre vergangen, seitdem wir nicht mehr wirklich. Beziehungsweise letztes Jahr hatte ich noch Kontakt mit ihm. Dieses Jahr sah es ziemlich mau aus. Ich hatte wirklich keine Zeit, mich bei ihm zu melden. Also so persönlich haben wir schon noch Kontakt untereinander, glaube ich. Aber halt, das ist immer mehr so auseinandergedriftet, weil jeder eben seins macht. Und ja, aber er ist so aus dieser ganzen Fortnite-Szene, ist er einfach komplett raus gewesen. Er war einfach komplett raus, was das angeht. Aber das ist bis jetzt trotzdem ein schönes Video, wo er gemacht hat. Er hat das Video damals extra für mich erstellt, weil er gesagt hat, hey, lad es hoch und so weiter. Kannst es als dein Video ausgeben, ist alles in Ordnung. Aber ich muss trotzdem dicke Props an dich raushauen, Marco. Auch wenn du nicht mehr in Fortnite drin bist, bin ich ja momentan auch nicht. Obwohl ich ja schon wieder
eine Zeit lang gezockt habe, aber nicht wirklich interessehalber dran geblieben bin, trotzdem. Es war eine nice Zeit es war echt eine nice Zeit miteinander, muss ich ehrlich sagen. Hat echt Spaß gemacht. Man muss echt tatsächlich sagen, es ist so traurig irgendwie. Es war das Ende von einem Chapter und eigentlich auch schon so ziemlich das Ende von der Fortnite-Story, könnte man sagen. Weil hiernach, nach dem Live-Event, was nach Chapter 3 passiert ist, hatten wir nur noch ein Anfangsscreen gehabt, wo es geheißen hat, wo sich alles ändern würde. Das Ding ist, im weiteren Chapter ging es dann nicht mehr wirklich weiter. Da ist sozusagen die Fortnite-Story für immer auseinandergebrochen gewesen. Ich habe das auch bei Stanplay schon gesehen. Also der hat schon wieder Dr. Sloan irgendwie auf den Thumbnail gepackt in einem Story-Video. Aber klar werde ich dazu auch noch ein Video machen. Also ich werde die Story durchspielen. Aber man muss einfach sagen, so diese Zeit mit Dr. Sloan, mit den sieben. Und diese nice Zeiten, die man einfach in Fortnite hat, das Ganze ist, denke ich, auch einfach vorbei. Es ist wirklich einfach vorbei, weil ich habe ja eigentlich immer so ein bisschen noch dran festgehalten und wenn ich das gerade hier sehe, war das einfach das Ende von der Fortnite-Story, aber auch das Ende einer Ära, könnte man sagen. Es ist so krank, ich sag's euch ehrlich. Dieses Gefühl, was ich gerade habe und diese Emotionen, wo ich mir gerade so denke, Digga, was war das für eine Ära? Die Fortnite-Story und alles, was uns da mitbegleitet hat, das ist so krank. Und ich sag euch, später, wenn ich älter bin, ich werde mich immer an dieses Video erinnern. Und ich werde mich auch immer an die nice Momente, die ich erlebt habe in Fortnite, erinnern. Und sollte ich das jemals vergessen, dann schaue ich mir nur dieses Video hier an und blicke einfach zurück auf die geile Ära, die es in Fortnite gegeben hat. Viele werden mir jetzt sagen, ja, aber Fortnite ist doch jetzt auch geil und alles. Aber das Ding ist, wenn ihr Fortnite jetzt mit Fortnite hier vergleicht, glaubt mir, es ist. Der Anfang nach Chapter 3 war ein Anfang für eine neue Ära, die anderen gefallen und das Ende einer Ära, wie Spielern wie uns, die einfach die OG-Zeiten genauso wie eben quasi alles, was danach kam, die drei Chapters so richtig durchgeführt haben. Und ab Chapter 4 hat diese Ära geendet sozusagen. Ja. Es war einfach das Ende einer Ära. Es ist so krank, wenn ich mir das ansehe. Aber trotzdem. Lass was weiterlaufen.
Es ist so krank. Danke für die schöne Zeit, hat er noch reingeschrieben. Boah, es ist so emotional gerade, ich sag's euch. Danke für alles, Alter. Es ist so krank, sage ich euch ehrlich. Ich schwör's euch, das ist gerade so emotional. Es war einfach das Ende einer Ära. Und ich muss euch auch tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob Marco dieses Video jemals sehen wird, aber vielleicht wird es irgendwann sehen. Marco, für das eine Jahr, wo wir noch miteinander hatten. Ich danke dir von Herzen. Ich danke dir wirklich für alles. Er hat immer wieder Content mit mir aufgenommen. Er war immer wieder am Start gewesen, wenn ich ihn gebraucht habe. Und selbst privat, er war immer da gewesen, wenn ich ihn gebraucht habe. Ich konnte ihm schreiben, wenn es mir scheiße ging. Und ich konnte ihm auch schreiben, wenn irgendwas gewesen ist. Und es ist einfach krank. Ich sag euch ehrlich. Ich werde mir das Video wahrscheinlich noch mal persönlich reinziehen. Gleich, aber was soll ich euch noch großartig dazu sagen? Es war einfach das Ende einer Ära. Und auch das Ende davon, dass Marco weg ist. Marco war danach weg. Nach Chapter 3 ist er dann, glaube ich, so Chapter 4 ist er dann rausgelieft. So war das. Beziehungsweise, nee, Chapter 4 war noch drin, aber erst eine Season später ist er dann gegangen. Stimmt ja, so war das. Aber ja. Das ist so heftig, wenn ich gerade mir das so ansehe, wie viel Mühe er da reingesteckt hat für dieses Werk. Und ich weiß es übelst zu schätzen. Ich sag euch, ich werde da auch was reinschreiben. Na gut, Leute. Ich denke, mehr habe ich auch gerade dazu nicht mehr zu sagen. Wie schon gesagt, Marco an dich. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus und ich hoffe, egal was du machst oder was du in deinem Leben tust, ich hoffe, du bist glücklich. Okay, Leute, dann würde ich das Video an der Stelle beenden. Ich hoffe, es hat mir gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts dazu zu verpassen. Gerne Daumen nach oben da lassen, Leute, würde ich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, diesmal kommt da immer gerne durch. Da würde ich sagen, haut rein, Leute. Euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt auch gerne was in die Kommentare rein. Und dann bis zum nächsten Video, Leute. Ciao, ciao.